Weiter geht die wilde Fahrt bei der PDC-WM 2021 und damit auch hier im Shortleg-Podcast. Tag 3 der WM ist das, worüber wir heute reden wollen, und das tue ich, Marvin Pfannenboom, zusammen mit meinem Daten.de-Chef Patrick Exner. Hi Exe! Ja, schönen guten Tag in die Runde! Und sein Comeback nach langer, langer Zeit gibt Lutz Wöckener von der Welt. Lutz, wo warst du so lange? Ja, ich sage erstmal Hi Folks. Im Sinne der Spiele dieses Tages. Wo war ich so lange? Ja, ey, wenn ich nicht eingeladen werde, ich dränge mich auch hier nicht auf. Also, ich habe gerade tatsächlich mal geguckt, wir machen das ja über Skype. Mein letzter Skype-Kontakt ist vom, was war es, 1. oder 2. Januar 2020. Also, ich weiß noch ziemlich genau, was damals war. Und seitdem habe ich dieses Programm auch nicht mehr benutzt. Ich dachte, du sagst jetzt, du kommst aus Brandenburg. Wegen dem Interview, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber auch das war eine super Einleitung, wie ich finde. Ja, wir reden über den dritten Tag der PDC-WM. Wenn wir schon nicht vor Ort sind, wir drei, dann wenigstens heute virtuell. Zwei Sessions standen wieder auf dem Programm. War jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Tag, aber trotzdem sicherlich die ein oder andere Geschichte, die wir jetzt besprechen werden. Wir fangen dann an direkt mit dem Nachmittag. Da ging es dann los mit der Partie zwischen Madas Rasma und Toru Suzuki. 3:0 der Endstand für Rasma. Lutz, zähes Spiel, muss ich sagen. Suzuki war eigentlich vom Scoring her besser, aber hat es einfach nicht geschafft, die Sets zuzumachen. Ja, ich muss gestehen, dass ich Toru Suzuki vorher nicht kannte. Insofern war ich eher positiv überrascht. Da war sicherlich mehr möglich, und das 0:3 liest sich viel zu deutlich. Also wer das Match gesehen hat, das war deutlich enger. Mal das Rasma musste ganz schön zittern und profitierte dann eben auch von den Fehlern des Japaners und hatte dann am Ende, ja, liest sich ganz locker, dann doch ein 3:0 da stehen. War eigentlich ein enges Ding und ein bisschen zäh, gebe ich dir recht, ja. Ich denke, da müssen wir auch nicht viel mehr drüber verlieren. Mal das Rasma jetzt der nächste Gegner von Gary Anderson. Dann die zweite Partie des Nachmittags zwischen Mike De Decker und Edward Shochi Folks, der Spieler aus Japan mit dem halb englischen Namen dazwischen. Das Waliser sein Vater, oder? Genau, der Vater ist Waliser, die Mutter Japanerin, das hat er dann auch aufgeklärt. Super Geschichte. Exe, 3:0, deutliches Ergebnis. Am Anfang super stark der Japaner, über 100 im ersten Set. Wie hast du die Partie empfunden? Ja, ich war auch etwas überrascht, weil ich dachte dann so, ja mein Gott, immer bei unseren Holländern wissen wir ja eigentlich immer so, was wir zu erwarten haben. Schwer positiv überrascht von Folks. Also schönes Spiel. Gast astrein ist 3:0 runtergezockt, würde ich sagen. Ziemlich abgebrüht, fand ich. Von ihm, also dafür, dass es jetzt, glaube ich, sein erster Auftritt auf einer großen Bühne war, wenn ich das richtig im Kopf habe, fand ich das schon beeindruckend. Gut, ohne Publikum, aber ich meine, ist ja immer noch die WM-Bühne und wir wissen ja alle drei, wie groß sie ist. Und auch ein ganz geiler Typ, ne? Also mir hat er richtig gut gefallen, hat auf jeden Fall einen Fan mehr. Das Gesamtpaket, der Typ, seine Art zu spielen, war natürlich dann auch noch ziemlich erfolgreich. Aber kommt total sympathisch rüber. Er hat mindestens einen Fan mehr seit heute. Macht da zwei draus, ja. Ja, oder sogar drei. Also ich fand ihn auch super sympathisch, auch in den Interviews danach. Hat erzählt, er hat 4 Jahre gar nicht gespielt. Er hat zwar den walisischen Vater, aber war noch nie in UK, also zum ersten Mal jetzt überhaupt in UK gewesen. Er wollte eigentlich Softdip spielen, dann wurde diese Serie ja auch abgesagt wegen Corona. Hat dann einfach mal diesen Japan-Qualifier mitgenommen, gewonnen und dann jetzt direkt dieser Erfolg. Trotzdem noch kurz zu Mike De Decker, Lutz. Leider auch ein Spieler, der ein wenig stagniert in seiner Entwicklung, finde ich. Ja, also für mich war es auch, muss ich sagen, eins der von der Ansetzung her schwächsten Matches. Es wären beides keine Spieler gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, das könnte in die zweite Runde oder vielleicht sogar weitergehen. Aber bei Edward Folks lag es einfach daran, dass ich ihn nicht kannte. Der hat mich dann heute eines Besseren belehrt. Und wie gesagt, Mike De Decker, die Leistung hat mich nicht gewundert. Also ich weiß, er hat auf der Development Tour ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt, aber ja, wenn er bei den Großen mitspielt, dann reicht es bislang zumindest einfach noch nicht. Danach wurde dann der erste Gegner von Michael van Gerven ermittelt zwischen Ryan Murray und Lawrence Ilagen. Am Ende 3:1 Ryan Murray, der Sieger dieser Partie bei Ilagen. Ja, irgendwie klappt es bei der WM nicht so wirklich. Hat da jetzt
die letzten vier Mal nicht gewonnen. Ich glaube, er hat noch gar kein Spiel auf der WM-Bühne gewonnen, Exe. Trotzdem ist es eigentlich ein cooler Typ. Also The Gunner, sein Spitzname ja auch. Also vom Auftreten her nicht schüchtern. Eigentlich macht er Spaß, aber irgendwie bekommt er es nicht ans Board. Ja, sehe ich so ähnlich. Also das war auch das Spiel, ich muss sagen, ich war dann auch etwas enttäuscht von ihm, weil ich hatte eigentlich mehr von ihm erwartet, weil er sich bisher eigentlich immer ziemlich gut verkauft hat bei der WM. Klar, er ist nie über die Ziellinie gekommen, aber heute war so ein bisschen, ganz zwischendurch den Satz, den er geholt hat. Der war souverän, aber der Rest war jetzt irgendwie so, ja, es plätscherte dann so vor sich hin. Noch ein Spiel jetzt mich nicht mit den absoluten Highlights, ne? Nee, denke ich auch. Aber also, am Ende Ryan Murray verdient gewonnen natürlich dann, ne? Keine Frage, weil Lawrence irgendwie nicht über die Ziellinie gekommen ist. Wer sich so oft bekreuzigt, eigentlich hätte er weiterkommen müssen. Also er hat so viel investiert, da hätten wir auf der Bühne immer uns. Es ist so schade, dass er nicht weiter ist. Weil ich ihn einfach so gern sehe. Es ist so ein Zappel-Philipp. Ja? Das ja, super nochmal, Typ, bringt eine andere Note rein, so Hot-Stepper, wie er da ans Oki tritt. Wenn er sich dann Ärmel hochholt und dann rechten Ärmel, den Wurfarm, dann das T-Shirt hochreißt und so, ja. Ich mag ihn auch. Ja. Die Theatralik und so. Ich hatte auch auf eine, ja, Überraschung kann man es eigentlich gar nicht nennen, aber ich dachte wirklich, du hast es ja gerade geschildert, er war schon häufig immer mal nah dran. Zumindest habe ich das auch so in Erinnerung, mag auch am World Cup von den Eindrücken herkommen, keine Ahnung, aber ich dachte, gegen Ryan Murray müsste es jetzt eigentlich mal reichen, aber nö. Nö. Ja, über deine Tipps bisher bei der WM, Lutz, reden wir vielleicht besser so, nicht. So, wir kommen jetzt zum Zweitrundenmatch, glaube ich. Das ist ein anderes Thema, so Tippspiel. Vielleicht vorher noch den letzten nachholen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, da schließt sich ja wieder der Kreis, denn Ryan Murray ist vielen ja bekannt dadurch, dass er gegen Michael van Gerven einmal 2-9 Data in einem Match kassiert hat, damals beim UK Open Qualifier. Also da schließt sich auch wieder der Kreis, wird dann der erste Gegner am, ich glaube, Samstag sein gegen Michael van Gerven. Dann Devil Gurney, wo viele gesagt haben, der wird strugglen. Also Chris Dobie und Devil Gurney waren so die beiden Gesetzten, wo man gesagt hat, die scheiden wahrscheinlich aus, die hatten so ein schlechtes Jahr. Lutz, das haben viele gedacht. Ich glaube, du hast auch drauf getippt. Ja. Und ja, er hat uns alles Besseren belehrt. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du schon vom Tippspiel anfängst, ne? Ich hatte ein 3-2 für Sedlacek, damit fing die ganze Scheiße an. Ne? Also 6 Matchstarts, der kriegt das nicht zu und seitdem läuft das Ding komplett in Gegenrichtung für mich. Und ja, stimmt, ich hatte auf das Aus von Doby getippt, ich hatte Jeff Smith auch auf der anderen Seite sehr viel zugetraut, jetzt unabhängig von dem Doby-Match. Daryl Gurney war ich mir fast sicher, dass der gegen Willie O'Connor rausgeht. Ja, er hat mich wirklich aber auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich dachte, der geht da wirklich unter mit einem am Ende, weiß ich nicht, mit einer 90, mit einer 88, 87, sowas irgendwie. Aber stattdessen scheint er nochmal gut was gemacht zu haben die letzten 2 Wochen. Ja, vor allem auch lag er ja 2-0 vorne. O'Connor kam dann nochmal zurück, hat Matchstarts verpasst und das fand ich dann ja sehr bemerkenswert, Exe. Er hatte eben ein schlechtes Jahr gehabt und trotzdem diesen Rückschlag nach 2-0-Führung, 2-2, auch gegen die Darts dann im letzten Satz, das hat er dann doch noch irgendwie mental gut hinbekommen. Ja, Gurney ist aber auch immer einer, der dann auf der großen Bühne dann auch wieder was ganz anderes macht, als er zum Teil dann auf dem Floor veranstaltet. Das ist dann, ich glaube, wir kennen ja diese ganzen Spieler, die dann eigentlich wirklich auf der Bühne auch wesentlich besser spielen, als sie normalerweise auch im Jahr oder das ganze Jahr über gespielt haben. Und ich glaube, Gurney ist auch so einer, der dann bei den großen Dingern einfach wieder aufdreht. Und jetzt haben wir es auch wieder gesehen. Im entscheidenden Moment war er dann einfach da, ne? Ja. Also. Ja, absolut. Also ist er einer der schwächeren Floor-Spieler von den Top-Leuten her, das auf jeden Fall. Aber zuletzt lief es im TV ja auch nicht. Also irgendwie war es kein einfaches Jahr, aber wenn das jetzt retten kann, ja, mal sehen. Also Gurney gegen Dobie dann ja auch. Also da kommt dann einer auch nochmal eine Runde weiter. Das hätten viele, denke ich, vorher nicht so gesehen. Ja, das zum Nachmittag. Gehen wir direkt rein in den Abend und da konnte dann Jamie Lewis das schaffen, was William O'Connor nicht geschafft hat, denn er hat das Spiel komplett gedreht gegen Luke Woodhouse. 3-2. Lutz Lewis ist ja in der Sub ja wirklich. Also der hat ja wirklich auf der European Tour, man hat es gesehen, gegen Robert Marjanovic zu kämpfen. Das war ein ganz schwaches Spiel, super niedriger Average. Wollte dann aufhören, Karriere fast schon beenden. Dann kommt er durch diesen PDPA-Qualifier durch. Heute 0-2 zurück und dann dreht er das Ding noch. Und am Ende spielt er richtig starke Darts.
Ja, Wahnsinn. Also die ganze Geschichte, du hast ja gerade schon angesprochen, das Match gegen Marjanovic. Ich meine es im Kopf zu haben, es waren 57,7, habe ich mir irgendwie so gemerkt, den Average. Da gab es ja wirklich einige Spieler, die sich Sorgen um ihn gemacht haben. Und er hat das auch vor der WM, oder das Interview wurde zumindest ausgestrahlt, vor seinem Match dann bei Sky, hat das ja nochmal gesagt, dass das wirklich in den letzten Monaten, diese Angstzustände, die er hat, nochmal dramatisch sich verschlechtert hat, die ganze Situation. Also man kann sich da, glaube ich, als gesunder Mensch nicht reinversetzen, aber selbst wenn man es versucht, ist es schon brutal schwer einfach, also wie schlecht es diesem Jungen gegangen sein muss, und der hat sich dann Hilfe geholt, und dass er es überhaupt dann nochmal zur WM gepackt hat und sich im PDPA Qualifier dann da noch reingespielt hat, da ziehe ich schon alle Hüte, und dass er heute weiterkommt, ist nochmal eine Stufe mehr, und das nach diesem 0-2 Rückstand, und Luke Woodhouse wirkt ja auch stabil und hat ja auch gar nicht, man kann es gar nicht sagen, finde ich, dass er danach einfach eine Klasse schlechter gespielt hat, aber Jamie Lewis war einfach auf einmal voll da, konsequent. Ja. Und spätestens beim 2-2 war klar, dass der jetzt das Ding so die Ziellinie reitet. Und dann auch Checkout, glaube ich, zum Schluss war eine 100, ne? Triple 20 ja. Und Tops. Ja, nicht nur das, es waren die letzten beiden Legs 11 Data. Richtig, genau. Das ist einfach mal ja. so bärenstark am Schluss. Also Respekt, Chapeau. Ja. Dass er da noch mal und auch... Ja. Die Reaktion danach auch, ne? Also wir hatten Diogo Portella, der in Theatralik, aber nachvollziehbarer Theatralik auf der Bühne steht, und er wirkte jetzt, also Jamie wirkte jetzt wirklich sehr gefestigt, einfach sehr stabil, hat sich einfach gefreut, er hat gestrahlt, war auch im Interview danach, aber jetzt nicht die ganz großen Gesten ausgepackt, hat mir super gut gefallen, und also freut mich riesig für ihn. Ja, Woodhouse am Anfang sehr, sehr stark, fand ich super Checkouts. Was ich da am Ende bei ihm etwas fragwürdig oder zweifelhaft fand, war seine Körpersprache. Also er hat ja 2-0 geführt, klar, er muss dann den Rückstand, dass er dann auf 2-2 kommt, aber fand ich das nur so, oder habt ihr es auch gesehen, dass Woodhouse dann auch von meiner Körpersprache her eigentlich signalisiert hat, okay, du kommst jetzt hier von hinten, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr wehren? Ja, aber du hast aber auch irgendwann als Spieler diesen Punkt, wenn du einfach vorne liegst und dann immer wieder einen draufkriegst und dann kommt der Gegner näher, dann hast du halt irgendwann diesen Punkt, wo du sagst, oh, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich überhaupt noch eine Möglichkeit habe zu gewinnen. Und wenn du dann heftige Darts in die Ohren gehauen kriegst, dann... Aber die Frage ist ja, ob ich das zeige oder nicht. Und also ich gebe Marvin recht, er hatte bei einigen Aufnahmen hatte er so einen Michael Smith Touch, ne? So den dritten Dart dann einfach mal irgendwie noch da aufs Board geworfen, weil ja, funktioniert ja eh alles nicht. Weiß ich nicht, gerade beim Set-Modus. Nee, gut, das habt ihr natürlich recht. Das ist mir damals, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, da zu spielen im Verein, mit Arschtritten, um es wörtlich zu sagen, beigebracht worden. Zeig niemals deinem Gegner, dass du dich ärgerst. Genau. Das ist halt einfach, was in deinem Kopf abspielt, sollte möglichst, wenn es irgendwie geht, in deinem Kopf bleiben und nicht nach außen kommen, weil wenn du dich ärgerst, dann weißt du sowieso schon, dann weiß dein Gegner sowieso schon, dass er eigentlich gewonnen hat. Ich glaube, Max hatte das ja auch ganz gut im Interview nach also im Match erklärt, dass er dann auch irgendwann wusste, okay, Gegner meckert, jetzt habe ich das Ding gewonnen, und so wird es Lewis vermutlich auch gegangen sein. Ja. Ja, also ich würde es auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie entscheidend war, weil, wie gesagt, habt ihr schon erwähnt, Lewis 2-11 Data spielt er, da muss natürlich auch nicht nur die Körpersprache stimmen, sondern auch die eigenen Darts, aber ist mir nur aufgefallen und wollte das gerne mal in die Runde werfen. Dann Ron Mühlenkamp gegen Boris Kritschmar. Das war von Shorty, unserem super Datenexperten, der gesagt hat, das könnte so ein Upset sein. Kritschmar sieht er da vorne. Lag er jetzt auch schon wieder falsch. Also den müssen wir auch noch mal ein bisschen hier in die Zange nehmen, weil der mit es seinen war Prognosen ein Upset, auch falsch aber nicht aufgrund des Ergebnisses, sondern wie es zustande gekommen ist, finde ich. Oder? Es waren interessante Szenen auf jeden Fall. Also Kritschmar ist ja ein Hühne von Mann, das können wir ja definitiv so sagen. Super E-Dart-Spieler, wissen wir alle. Er hat dann so ein bisschen mit den Darts so ja, geraschelt, gerieben. Lutz, wie hast du das empfunden? Also das hat man ja im TV auch deutlich gesehen. Er hat ja auch immer ganz hat seine Finger geleckt. Das sah aber so aus, als ob das irgendwie Automatismus wäre. Also das sah jetzt nicht so aus, ob das irgendwie jetzt absichtlich gekommen ist, um den Mühlenkamp da rauszubringen. Das Fingerlecken meinst du jetzt? Das auch und dieses Darts ribbeln, sag ich mal.
Ja, das schon. Also ich finde, also jetzt an den Finger lecken weiß ich jetzt nicht, wo da das Problem sein soll, aber dass er mit den Barrels da aufeinander geschlagen hat oder diese Klackgeräusche erzeugt hat, ich denke, das ist unstrittig. George Noble hat ihn ja auch darauf hingewiesen. Ron Möllenkamp ist dann ja nochmal zu George Noble gegangen, hat nochmal gebeten, das anzusprechen. Und es gab ja bei The Zone gab es einen Reporter, der da offenbar vor Ort ist im Alexandra Palace. Und Elmar hat es dann ja auch berichtet, dass ihm der Reporter erzählt habe, dass man dieses Klicken durch die ganze Halle hören konnte. Und ja, ich meine, das muss ihm doch klar sein, wenn er seine Barrels da so laut gegeneinander klickt, bei der Kulisse, die jetzt da ist, dass das dann auch wirklich jeder und nicht nur der Gegner mitbekommt. Und es ist ja nicht dabei geblieben. Ne? Es gab ja auch mehrere Szenen, wo er wirklich viel zu langsam oder teilweise gar nicht und nur nach Aufforderung von George Noble ans Oki gegangen ist. Also ich fand das schon recht deutlich. Die Indizien sind da erdrückend, dass er da einen Winning-Ugly-Plan in der Tasche hatte heute. Ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt auch mal sagen, da spielt jetzt auch wieder genau die aktuelle Situation im Alley-Pally rein. Ich vermute, wäre dann normalerweise 3000 Leute Halligalli hinter ihm gewesen, wäre uns und dem Möllenkamp das auch nicht aufgefallen. Das wäre ja, dann einfach ja. Es wäre dann genau im kompletten, und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Kretschmann das mit Absicht gemacht hat, das wollte ich damit sagen. Ja, aber du hörst das auch selber. Also, wenn es still ist, sitzt jetzt ja auch im leeren Raum. Wenn du dich dir irgendwann mal angewöhnt hast, dann ist das natürlich auch schwer, als Automatismus wieder rauszukriegen. Und normalerweise fällt es halt nicht auf, meiner Ansicht nach, weil die ganze Halle voll ist und Halligalli da ist. Hm. Beim E-Darts stürzt auch keinen. Und deswegen ist es irgendwie, ich glaube nicht, also da bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das mit Absicht gemacht hat. Aber so ganz einsichtig war er ja auch nicht. Er hat gestört, ne? Das ist keine Frage, aber... Aber ich meine, er hat nach dem ersten Satz, hat George Noble ihn kurz zu sich gerufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Er hat kurz mit ihm gesprochen. Da hat Kretschmer ja ein bisschen drüber gelacht, er, und das so abgetan, Kopf geschüttelt. Dann kam auch noch diese Geschichte dazu, eben, was ich sagte, ne? Also, dass er einfach nicht nach vorne gegangen ist und einfach da stand. Also, ich glaube, ich finde, die Indizien sind schon sehr, sehr deutlich. Aber klar, beweisen kann man es nicht. Kann natürlich auch alles versehentlich gewesen sein. Ich kenne den Kollegen Kretschmann auch nicht persönlich. Insofern kann ich ihm das jetzt nicht beweisen. Nee, weder noch. Das werden wir so oder so. Wir können den Leuten nur vor den Kopf und nicht in den Kopf gucken. Und von daher. Aber Axel, du glaubst an das Gute im Menschen. Ich glaube an das Gute im Menschen, natürlich. Dafür bin ich berühmt und bekannt. Ja. Die Frage ist, wer von uns hätte ihm das ins Gesicht gesagt? Also bei dem würde ich mir das, glaube ich, nicht so trauen. Oh ja. Boris ist ein Hühner. Vielleicht ist Ron ja auch deswegen zu Noble gegangen und hat es ihm nicht selber gesagt. Aber George ist jetzt auch nicht der Größte. Das stimmt, das waren schon ein paar Köpfe Unterschied. Aber trotzdem, er hat es immerhin angesprochen. Also ich weiß auch nicht, ob das jeder Referee so gemacht hätte. Also Noble ist ja schon mal einer, der auch da schnell deutlich wird. Das finde ich auch gut. Also er meint ja auch die Crowd schon mal, wenn es ein bisschen unsportlich wird oder so. Also auch auf der European Tour ist das öfter schon mal passiert. Da sind andere etwas zögerlicher, würde ich mal behaupten. Naja, das war auf jeden Fall, sag ich mal, vom Unterhaltungswert so ein kleiner Heißmacher auf das, was dann danach kam. Bin froh, dass Lutz heute zu Gast ist, denn sein Lieblingsspieler war dann am Start. Ryan Searle gegen Danny Lobby Jr. war für mich bisher der Showstealer der WM. Ja. Der was? Showstealer. Ja, auf jeden Fall. Ich bin total glücklich. Heavy Metal ist weiter. Hätte deutlicher sein können und hatte ich auch deutlicher erwartet, aber er hatte tatsächlich auch einen starken Gegner. Ja, und wenn du am Ende 10 Matchstarts brauchst, dann kannst du froh sein, dass du in der Runde weitergekommen bist, muss man ehrlich sagen. Über die Runden, Chris, ja, genau. Nee, absolutes geiles Match. Also hat richtig Laune gemacht, sich das anzugucken und auch erstaunlich gut vom Amerikaner, wie er dagegen gehalten hat. Ich denke da nur an das 148er war es, glaube ich, ne? Mhm. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Wahnsinn. Also ja, und davor die 121, glaube ich, ne? Es waren zwei hintereinander. Genau, es waren, glaube ich, zwei hintereinander, ne? Ja, genau. Ja, wenn er die 148 nicht macht, wird er 3-0 verlieren. Also das war auf jeden Fall sehr wichtig. Ein Punkt, den ich da noch besprechen
möchte, ist am Ende im letzten Satz. Dann hat der Lobby ja zwei Darts auf die Doppel und nach dem ersten verpassten Dart, zugegebenermaßen sehr knapp, kam ja dann das Audio eingespielt, die Jubelszenarien. Ja. Man hat gesehen, das hat ihn ordentlich rausgebracht. Das muss ich sagen, ich bin eigentlich Fan von diesen Einspielern. Also ich fand bei den letzten Turnieren eigentlich auch schon im TV diese Kulisse im Hintergrund, so dieses eingespielte Jubeln, okay, davon abgesehen, aber die generelle Lautstärke fand ich eigentlich cool. So muss ich sagen, auch Daryl Gurney hat das schon angesprochen im Interview und jetzt war das bei Lobby ja auch wieder der Fall. Da müssen sie wirklich aufpassen bei Sky Lutz, oder? Dass sie da jetzt nicht zu verfrüht da diese Jubelszenarien reinspielen, weil das irritiert dann wirklich schon. Ja, aber was heißt, müssen sie aufpassen? Wie willst du das abstellen? Das sind einfach Fehler, das sind Menschen, die da an den Knöpfen sitzen und überlegen wir mal, wie oft die an einem Tag oder in einer Session so einen Knopf drücken müssen. Dass das dann in so einer matchentscheidenden Situation passiert, denn das war es, definitiv, das hat ihn da rausgebracht, ist natürlich unfassbar ärgerlich. Und ich habe in dem Moment auch gedacht, jetzt würde ich gerne mal wissen, was da jetzt gerade im Hintergrund passiert oder was passiert mit diesem Menschen, der diesen Knopf gedrückt hat? Ja. Kriegt er jetzt richtig einen drüber oder rennt er selber raus und ist kreidebleich und weiß ich, kann heute Nacht nicht schlafen, weil er denkt, er hat dem Debütanten die große Show vermasselt. Schwierig, aber ich glaube, das kannst du einfach nicht unterlassen. Das wird nicht unterbleiben. Also diese Fehler weiterhin geben wird. Das ist, glaube ich, leider so. Man kann immer nur hoffen, dass es dann nicht in so einer Situation passiert wie im Match Sir Lobby. Ja, also ich hoffe auch, dass da jetzt keiner schlaflose Nächte durch hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe es auch reflexartig, habe ich auch gesagt, das muss doch jetzt nicht sein und das ist doch total scheiße. Aber mein nächster Gedanke war auch direkt, stell dir jetzt mal vor, du hast wieder die 3000 Leute in der Halle. Wie oft haben die schon gejubelt, als der Dart nicht drin war? Das heißt, auch mit Publikum wirst du es jetzt dann auch gut, es war jetzt auf einen einzelnen Menschen zurückzuführen, aber trotzdem. Schwierig. Exe, kannst du Dave Allen mal eben anrufen und ihm das sagen, dass er dem Knopfdrücker das mitteilt? Ich glaube, dann könnte der echt besser schlafen. Weil, ich glaub, stimmt, auch, ist, ne? Ist ein guter Punkt von dir. Ja, denke ich nämlich auch. Und ich hatte dann auch schon jetzt noch ein bisschen länger mal drüber nachgedacht, über die Sinnhaftigkeit von der Kulisse oder nicht. Aber ganz ehrlich, dadurch alleine, dass wir am ersten Tag vor Publikum gespielt haben, ist es eigentlich nur eine Frage der Fairness, dass auch alle anderen zumindest eine Hintergrundkulisse haben. Ich dachte, du musst das machen. Ja, genau. Und erstmal, es sieht scheiße aus und es hört sich auch scheiße an, wenn du halt wirklich gar keine Hintergrundkulisse hast. Und das nächste ist halt wirklich die Gründe der Fairness. Das ist mir auch erst heute aufgefallen. So, die erste Runde wurde vor Publikum gespielt. Und wenn du jetzt allen anderen sagst, so, ihr müsst jetzt in einer schönen, ruhigen Halle spielen, wo nichts ist, wäre das auch wieder Ungleichbehandlung. Ja, fände ich nicht schlimm, weil Darts ist One-on-One, also das sind ja dann dieselben Voraussetzungen für die beiden Spieler, die sich duellieren. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt nach der Optik, die schon fehlt und die, glaube ich, einige Zuschauer kosten wird, ja. Ich merke das ja so in meinem persönlichen Umfeld, ich habe tatsächlich auch außerhalb der Darts-Blase ein paar Freunde und Bekannte, denen fehlt das und ich glaube und fürchte, dass in diesem Jahr deutlich weniger Leute einschalten werden und dabei hängen bleiben werden, vor allem ja, als sonst, weil die diese Bilder sehen wollen, das finden sie geil, das sind sie gewohnt, das gibt's nicht. Und wenn du jetzt noch die Akustik weglässt, ich glaube, dann hast du am Ende nur noch den ganz harten Kern vorm Fernseher sitzen, dem das mehr oder weniger egal ist, weil zu 100% einfach nur der Sport interessant ist. Insofern glaube ich, ohne die Akustik keine Chance. Ja, guter Punkt. Ja. Ich auch so, ja. Doch. Muss man abwarten, wie dann die Quoten jetzt ausfallen. Ich glaube, Sport 1 hat jetzt bisher keine schlechten, wenn ich mal kurz überflogen habe letztens. Der Start war ganz gut, ja. Aber klar ist die Frage, wie können sie das kompensieren? Wahrscheinlich mit guten Ergebnissen der deutschen Spieler. Das kann natürlich immer ja, bisher musst du ja auch bedenken, auf den Grund der guten Quoten. Ich habe mir auch überlegt, woran liegt denn das? Weil wir haben ja im Prinzip auch noch Bundesliga und sowas im Moment als Konkurrenz, was wir so normalerweise ja auch nicht mehr so haben. Und aber du hast keine Weihnachtsmärkte, du hast keine Weihnachtsfeiern, du hast kein gar nichts. Die Leute sitzen im Lockdown abends zu Hause und dann machen sie die Glotze an und ja, dann läuft halt Darts. Okay, dann gucken wir es halt. Also das kann jetzt noch einiges wieder gut machen. Ja, glaube ich nicht. Ja, aber glaube ich nicht, weil wenn die zu Hause die Glotze, wie du sagst, anmachen, dann läuft eben nicht nur Darts, sondern da laufen auf Netflix und Amazon Prime und auf 58 Kanälen laufen noch 1000 andere Sachen. Und ich glaube, der Unterschied ist echt, dass
diese skurrile, für viele Zuschauer immer noch skurrile ja. Szenerie, die lässt sie da irgendwie dranhängen und vielleicht finden sie dann irgendwie einen Spieler, den sie irgendwie ganz interessant finden und kommen da so rein. Und ich glaube, diesen Beifang, nenne ich das mal, den wirst ja. du in diesem Jahr nicht haben. Ja, nee, also ich würde dir auf jeden Fall beipflichten zu dem, dass wir keine neuen Leute einfangen, die dann dranbleiben. Ja. Aber jetzt die ersten Tage waren doch jetzt erstmal gut, also zumindest wenn man die Sport1-Zahl nehmen. Also. Die Nerds schauen ja eh. Ne? Die Nerds schauen ja, sich das 600.000, glaube ich, ne? Ja. Deswegen, also die bekannten Leute werden es eh sowieso schauen, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht. Aber klar, glaube ich auch, dass die Leute, die den Sport noch nicht so gewogen sind, wenn sie das sehen, das kommt einem sehr komisch vor. Und weiß ich auch nicht, ob man dann unbedingt nächstes Jahr nochmal einschaltet, aber dann hoffentlich wieder mit Fans. Also das wäre dann doch sehr, sehr wünschenswert. Ein Spiel ist noch offen, über das wir noch reden müssen. José de Sousa gegen Ross Smith. 3:1, das Endergebnis zugunsten von de Sousa, hat trotzdem meiner Meinung nach noch ein paar Fragen offen gelassen. Da ist noch ordentlich Luft nach oben, Exa. Ja, definitiv. Und vor allem habe ich Blut und Wasser zwischendrin geschwitzt, das in irgendeiner Form. Ich bin ja, habe mich immer ganz weit aus dem Fenster gelehnt bei unserem WM-Tipp. Und habe ja dann irgendwann auf ein potenzielles Finale José de Sous, wie es glaube ich offiziell auf Portugiesisch heißt, gegen Devin Peterson getippt. Wäre natürlich jetzt echt peinlich gewesen, wenn mein einer potenzieller Finalist schon direkt in der ersten Runde ausgeschieden wäre. Entschuldigung. Du hast Peterson meinte, gegen de Sousa? Ja, ich habe mal gesagt, ich mache was komplett Verrücktes. Wow. Alternativ dazu hätte ich dann natürlich die Wiederholung vom letzten Jahr, also wenn sich dann Van Gerwen und Wright durchsetzen, wäre mein Alternativfinale noch die beiden, aber ich dachte, ich mache mal irgendwas Verrücktes und könnte hinkommen, mal gucken. Hat ja jetzt auf jeden Fall geklappt. Ja, ein bisschen mühsam, aber ich finde auch Smith hat echt sich gut verkauft. Also hat mir stellenweise echt sehr gut gefallen, was er da gemacht hat. Und de Sousa musste kämpfen, aber er hat sich am Ende durchgebissen. Und das, finde ich, zeichnet dann auch wieder einen Champion aus, wo du dann sagst, okay, du musst die dreckigen Spiele gewinnen, halt, wie wir immer so schön sagen. Ne? Oder wie das im Snooker heißt, if you wanna win, you gotta make the easy putts. Also, ne, wenn du gegen einen Underdog, wobei Smith jetzt auch nicht der Underdog ist unbedingt, aber er war schon der Favorit und er hat sich am Ende dann auch durchgesetzt. Aber es war knapper als erwartet, definitiv. Vor allem die Check da zum Schluss, die dann Smith wieder verpasst hat. Ist aber auch kein schlechter Smith. Also der hat sich auch nicht weiter definitiv nicht. Also ja. War ein unangenehmer Gegner für Runde 1. De Sousa, wie auch immer wir ihn jetzt aussprechen möchten, da gibt es ja tausend Varianten. Ich glaube, das ist ihm mittlerweile persönlich auch fast egal. Wäre dann möglicherweise auch noch ein Gegner von Max Hopp, sollte der dann gegen Mervyn King gewinnen, was wir ja alle hoffen. Damit sind wir mit den Analysen soweit durch. Dann kommen wir zu unseren beiden Kategorien. Lutz, du kennst es aus dem letzten Jahr. Wir küren ja immer das Spiel des Tages und den Spieler des Tages. Und da würde ich dich doch jetzt bitten, das auszuwählen. Was war für dich das Match des Tages und wem würdest du die Krone des Spieler des Tages überreichen? Ja, ich hätte zwei. Ich glaube, das hat man mir gerade auch schon angehört, als wir die einzelnen Matches durchgegangen sind. Aber ja, kommt man nicht drum rum. Jamie Lewis. Jeremy Lewis, Spieler des Tages für mich. Match des Tages? Match des Tages. Ich nehme José de Sousa gegen Ross Smith. Ja. Okay, Exe. Bist du da d'accord oder hast du andere Vorschläge? Bei Match des Tages bin ich irgendwo zwischen Gurney und O'Connor und Ryan Searle und Danny Lobby. Ich glaube, da gehe ich auf den Ryan Searle. Auf das Match zumindest. Und Spieler des Tages muss ich mich Lutz anschließen. Jamie Lewis wegen der Story, wegen der Aufholjagd. Eigentlich keine Frage. Ich hätte da noch Edward Shorty Fox in den Raum geworfen, ja, aber wegen der Story. Ich war auch kurz am Überlegen, aber einfach wegen der Comeback-Story. Dafür war es bei ihm zu deutlich, sag ich mal, beim Fox. Ja, das stimmt. Doch, da sind wir uns doch, denke ich, relativ einig, was das angeht. Dann blicken wir voraus auf den morgigen vierten Turniertag. Da haben wir in der Nachmittagssession folgende Matches parat. Mickey Menzel gegen Haupai Pua. Darius Labanauskas gegen Shengang Liu, Wayne Jones trifft auf Kieran Tien und Jamie Hughes gegen Adam Hunt. Lutz, ein Spiel, was dich da am meisten anspricht, wäre welches? Keins.
Nein, ich finde die Nachmittagssession, also es gibt an keinem anderen Tag eine größere oder höhere Diskrepanz als morgen. Nachmittag finde ich wirklich, boah, also ich mag Haupai Puha, auf den freue ich mich auf jeden Fall, gar keine Frage. Und auch Ciaran Tihan, finde ich, kann man auch gut gucken, auch wenn er immer ein bisschen komisch guckt, dass man sich Sorgen machen muss, wenn er am Oki steht. Aber ja, ansonsten, weiß nicht, ist jetzt nicht so der Knaller morgen Nachmittag. Ja, ich habe ja das Vergnügen, bei uns auf der Webseite morgen Nachmittag die News zu schreiben. Und ich habe mir schon überlegt, wenn man vor Ort in London gewesen wäre, wäre das vermutlich so eine Session gewesen, wo man gesagt hat, man kriegt sonst nicht viele Pausen, lass uns die vielleicht mal außen vor sparen oder außen vor lassen. Für mich garantiert, wenn da ein Match raussticht, dann ist es Wayne Jones gegen Ciaran Tihan, einfach weil ich natürlich als Oldschool-Data auch den Jones natürlich respektiere und bewundere. Sich so viele Jahre ohne richtige Sponsoren trotzdem noch im Zirkus zu halten, ist schon echt beachtlich, finde ich immer wieder. Und es freut mich für jedes Turnier, wo ich ihn nochmal wieder auf der Bühne sehen kann, also von daher. Der gute alte Wanderer. Ja. Und oft sind ja solche von den Ansetzungen her ja nicht so attraktiven Matches. Da passieren dann ja meistens eigentlich die geilen Sachen. Ne? Hatte ich heute damit auch schon so ein bisschen gehofft. Aber ja, war ja auch mit Edward Folks dann, war ja ein bisschen was los. Und vielleicht klappt das ja morgen auch. Ich traue zumindest Adam Hunt gegen Jamie Hughes eine Überraschung zu, wenn man das so sagen mag. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Hunter auch nach Lisa Ashton auch noch gegen Jamie Hughes gewinnt. Aber Lutz, du hast es gesagt, der Abend, der klingt doch schon mal von den Namen her und von den Spielen her deutlich sexier. Wir beginnen dann mit Dirk van Dijvenbode gegen den neuen World Youth Champion Bradley Brooks. Dann haben wir John Henderson gegen Marco Cantele, ein altes Oldschool-Duell. Dann das Duell der Generationen, einer der ja, geilsten Spieler der ersten Runde, Luke Humphries gegen Paul Lim. Und dann noch zum Abschluss James Wade gegen Callan Witz. Da will ich dich jetzt nicht fragen, Lutz, welches Spiel du am besten findest, sondern eigentlich sind da schon mindestens drei dabei, die ich finde, wo man sagen kann, die sind doch super, oder? Ja, also auch bei den drei Erstrunden-Matches, zwei davon gehören zu meinen Top 3 bei der WM, also ergänzt dann durch Jeff Smith gegen Keen Barry, was wir schon hatten. Und die beiden Matches sind hier die Aubergine gegen Bradley Brooks, freue ich mich sehr drauf. Und natürlich Luke Humphries gegen Paul Lim. Also Paul Lim nochmal zu sehen, ich hoffe nicht zum letzten Mal. Also und wenn es zum letzten Mal sein sollte bei dieser WM, dann bitte trotzdem nicht zum letzten Mal, dass er im nächsten Jahr nochmal wiederkommt und dann mit 67 einen sauberen Abschied bekommt. Der Mann hat eine unfassbare Lebensgeschichte. Ich habe, ja, Werbung ist ja in der Darts-Berichterstattung. Insofern greife ich das auch mal auf. Morgen in der Welt oder wenn ihr es hört, heute am 18. große Paul-Lim-Geschichte. Der Typ hat von Paul Bocuse das Kochen gelernt, hat auf Wolkenkratzern in L.A. Ohne Sicherung gearbeitet. Hat für 4 verschiedene Nationen gespielt, in ich weiß nicht wie vielen Ländern gelebt, ich habe es nicht gezählt, als illegaler Einwanderer in England mit 20 Jahren und eine Unfall, also das sind 10 Leben, 501 Leben ist die Zeile morgen, also wahnsinniger Typ und ich habe ihn kennengelernt, ihr kennt ihn ja glaube ich auch, aber es ist ein so lieber, netter, umgänglicher, lustiger Typ. Bescheidener Mensch auch irgendwo und, in seiner Art und Weise. Ja. Und bescheiden auch, also und einfach ein überragender Sportler, der den Dartsport auch super wissenschaftlich immer schon angegangen ist, immer getüftelt hat, immer entwickelt hat, nach Verbesserungen gesucht hat. Mega Typ, ich würde mich riesig freuen, wenn er in die zweite Runde einziehen würde. Ja, was die wenigsten Leute bei ihm immer vergessen, ist der Einzige, der bis uns Raymond van Barneveld bei der PDC-Weltmeisterschaft erlöst hat, jemals zuvor auf einer Weltmeisterschaft einen neuen Darter geworfen hatte. So ist es, der Erste. Ja. Lange, lange ist her. Dann war jahrelang, Jahrzehnte, glaube ich, lang nichts. Ja, ich freue mich auch wie Bolle auf dieses Spiel, also auch auf die Geisterwürfe von Paul Lim, wo er nochmal antäuscht vorher mit seinem Longsleeve. Das gehört alles dazu, das ist alles Paul Lim und da habe ich richtig Bock drauf, auf diesen Tag, auf den Abend vor allen Dingen. Dann noch eine kurze Sache, die ich auf Social Media gesehen habe, weil das viele Fans da immer interessiert hat. Axel, du hast doch immer Bilder davon gemacht, von den Biervorräten. Das waren ja immer riesige Anzahl von Tonnen voller Bier. Das haben sie, die PDC, die dann PDC heute hat's gepostet, ja, genau, oder getwittert. Ne? Vergleich von den letzten Jahren zu diesem Jahr. Und das war einfach, wie viele waren es? 5 Fässer Bier oder so gefühlt. Also, ja, lass es gefühlt 10 gewesen sein. Ja. Aber davor war es einfach mal eine Wand, so wie jedes Mal. Ne? Und
Ja, ich kann Barry Hearn schon weinen hören. Das ist natürlich auch einiges an Umsatz, was da vor Ort verloren geht. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass auf zwei Fässern H. Töne steht. Ja, ganz bestimmt. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Wird dann direkt ins Studio geliefert, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, wenn, dann schon die, wenn es schon dieses Jahr keine Kekse und kein Tee gibt, dann muss er sich wenigstens da bedienen. Ja, gut. War sehr lustig mit euch. Vielen Dank, Exe und Lutz. Hat richtig viel Spaß gemacht heute. Ja, mir auch. Sowieso, immer. Ja, gerne. Immer wieder. Und wir hören uns dann auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de-Podcast. Mach's gut. Ciao. So einfach, wie ich meinen Straps hier aufkriege, kannst du dir ein Abo holen von Daten.de und Shortleg. Einfach unten draufhauen. Abo holen. Bis dahin. Ciao, ciao.